熟し落とされた劣化の実は、はぜて燃える使命を宿し、獣雨のごとく降り注ぎ、炎の裏切り取り囲む。強炎の海でついに目の当たりにする姿は、たぎる紅蓮を携えた主の姿である。Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Monster Hunter Rise Sunbreak together mit Kata. Na, was ist los mit dir? Mein Charakter, also ich fange teilweise an einfach zu gehen. Oh, okay, ich habe mich schon gefragt, warum drehst also du dich die ganze Zeit weg? Sie ist einfach losgelaufen und ich habe dann versucht zurückzugehen. Und okay, irgendwie wollte sie das dann auch nicht wirklich machen. Das ist seit kurzem, geht sie einfach los, teilweise. Okay. Also ich stehe und dann fängt sie einfach an zu gehen. Einfach so. Komisch. Sehr komisch. Naja, auf jeden Fall, ich finde diese Stimme von den Ankündigungen vom Monster, ich finde die langsam, eigentlich muss sie doch lachen, oder nicht? Weil eigentlich verarschen die uns doch. Wieso? Ja, was denken die sich denn? Was machen die denn hier mit den Monstern, Alter? Können sie nicht mal vielleicht mal wieder ein einfaches zwischendurch machen? Hast du das gesehen, dass das vielleicht Explosionen macht? Da fliegen wir zurück zum Hauptlager. Ja, mich auch schon gefragt, so, wie sollen wir das bloß überleben? Wenn sie den Radius jetzt wirklich so erhöhen von der Explosion, dann ist Feierabend. Das ist alles ein Witz, deswegen die Stimme muss uns auslachen eigentlich und nicht so episch dramatisch reden, weil ich fühle mich nur noch verarscht davon. Ich habe echt gedacht, ja, das kann nicht wahr sein. So will die will mich verarschen, habe ich die ganze Zeit gedacht. Was hältst du davon, wenn ich für uns einen Magnamalo einmal kurz versuche zu überzeugen, für uns zu spielen? Ja, können wir machen. Ja, dann machen wir es doch einfach. Gerade gar nicht geguckt, wo dieses blöde Monster ist. Ich bin voll in den Arsch der Welt gelaufen. Ja. Eine Puppenspinne. Klar, auch da, wo das Monster ist. Ich bin beim Magna. Oh, es ist weg von mir. Ja, es läuft ein Stück weg, ja. Ich sehe auch gerade. Ja, dann komme ich ihm halt hinterher. In der Hoffnung, dass er sich von mir fangen lässt. Na los! Ich laufe mal kurz an dem Monster vorbei jetzt einfach mal und hole diese Puppenspinne. Mach das mal. Das ist nämlich auch gerade weggelaufen. Ob du es dann für mich mit freischaltest? Ich glaube zwar nicht, aber wäre was cool. Was für dich mit freischalten? Naja, das es dann sichtbar wäre. So. Was? Ich seh's. Ich muss sagen, du bist ja bestimmt schon da. Es sieht aber gar nicht anders aus als ein normales. Oder? Also, okay, man könnte schon sagen, es ist ein bisschen lilaner oder so. Ja, wahrscheinlich so wie die Explosion auch. Die sahen ja auch ein bisschen. Ein bisschen? Die waren ja wirklich. Ich hab gedacht, das vergiftet jetzt irgendwie mit, ne? Ja. Also weil es halt so richtig lila war, ne? Oh ja, aber die Musik ist Standard vom. Die gleiche? Oh, du bist schon durch, ja? Ja. Oh Gott sei Dank, ich durfte mich noch in seinen Kopf stechen. Ey, die vergiften uns doch, oder? Ach du meine Güte, nein. Schlimmer. Drachen. Hat mich betäubt, Mistvieh. Oh no. Ich steckte gerade noch in seinem Kopf fest. Haut er ab, achso. Nee, auf jeden Fall hat's richtig Bams getan. Ja. Das war mal gar nicht so wenig. War nicht schön, ne? Nö. Oh. Alter, die Explosionen sind echt dick. Zum Glück geht da aber nur auf dich, deswegen. Ja, diese Beetlejuices, die
wollen ständig ein Nest auf mir bauen. Kannst ihn auch gar nicht verübeln. Geh's drauf, ne? Naja, die haben halt nur einen Liebhaber von uns beiden hier. Dafür habe ich die coolen Monster gehabt. Oh nein, es legt hier ständig irgendwas in mich. Oh, wo, wieso war da eine Explosion bei mir? Ich war doch gar nichts gerade. Aufgepasst. Ja, hast du? Alter, oh, du hast gerade voll woanders hingezielt, Mann. Alter, verweilt. Er sieht aber viel hier cooler aus mit diesem Lila. Ja, definitiv. Und die Explosionen sind auch extrem, Alter, viel größer. Alleine seine blöde Kopfnuss. Wow, was, oh, war das denn? Alter Falter. Hast du 1157 gesehen? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe oder ob ich das gemacht habe, aber das war durch diesen einen Schlag gerade. Du hast bestimmt irgendwas getroffen bei ihm. Ja. Könnte ich mir vorstellen, ne? Und gerade im Schwanz habe ich ihm nochmal mit einer Explosion 500 reingedrückt. Okay. Aber da steckte ich nicht drinne, sondern habe aus dem Stand die Explosion gemacht. Ja, die, ja, ist so ja eine, immer ein bisschen so eine, stärker. Ja, das stimmt. Dann müsste ich auch so in diesem Dreh bestimmt schaffen. Ja? Ja, eine normale macht so 450. Ja, dann machst du ja aus dem Stand mehr. Weil bei mir, ich weiß jetzt nicht. Ehrlich gesagt weiß ich das jetzt nicht, weil ich konnte sie ja nicht treffen. Greif mich mal nicht so an, Alter, hier. Oh, 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 Nestbuilding. Nee. Doch, Nestbuilding. Oha, oha. Okay, ich dachte eben noch so, geil, in der Mitte bin ich voll sicher, weißt du, weil da waren gerade gar keine, nee, Explosionen und so. In der Mitte ist der schlimmste Punkt eigentlich. Ja, aber nur, weil er sich auch auf mich gestürzt hat. Ja, das ist ja, weil er sein Nest bauen will, dieser, Alter, Halunke, dieser. Lass mich mal, ich wollte diese scheiß Lockröte anmachen, du Opfer. Damit du mich mal in Ruhe lässt. So, dann einmal kurz Waffe schleifen. Damit sie noch einmal 1,5 Minuten nichts verliert. Hey. Was ist los mit dir, Beetlejuice? Ey, nicht in seinen Radius springen. Ah, jetzt explodieren seine Eier aber nicht so komisch lila. Er auch nicht. Er leuchtet jetzt auch nicht lila. Nee? Findest du, er sieht jetzt normal aus? Nee, normal nicht, aber er leuchtet nicht so krass so lila. So, hat er noch irgendwie lila geleuchtet bei dir? Ja. Bei dir nicht? Nö. Nee. Fand er so eindeutig anders aus. Der hat irgendwie so einen, also, Schimmer, ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sagen deine muss, Explosionen ist, waren auch lila. Die sind jetzt, ja, ja, nicht da mehr war lila. So ein lila Schleim, der aus seinen, Opfer, Eiern rausgekommen ist. Hey, schrei nicht so. Ja, jetzt, siehst du, jetzt leuchten seine Eier, ja, jetzt wieder lila. Genau, er sieht jetzt, er sieht anders, ja, tatsächlich, aus jetzt. Tatsächlich, jetzt müssen wir ihm also wieder ein paar Dinger geben, ja? Oh, der hat mich zwar nicht getroffen, aber dafür hat er mich, wie heißt das, zum Taumeln gebracht. Ja, Beetlejuice, alles gut, Brauner. Atme, hey, durch. Atme mal ein bisschen mehr durch die Hose hier, Digi. Kann noch nicht wahr sein. Wenn er mich so umläuft, macht er mir so krass viel Schaden, ne? Da macht er uns allen so krass viel Schaden. Klatsch. So. Wurde er nicht geblendet? Boah, aber man macht ihm gerade richtig big damage auf seinen Eiern, ne? Also auf, ja, ja, weil Baumeln, die explodieren, ne? Ich meine, mit jedem Hit, ich mache deutlich mehr Schaden als sonst. Ja, und ich meine, weil seine Eier dann wahrscheinlich explodieren oder sowas in der Art.
Wohin geht das Viech? Weg von uns. Okay, dann kann ich mich ja heilen. Nee, ja, hier ist noch eine Blume, ne? Hier ist eine Blume. Achso. Und. Und eine Blume, die kann man auch gleich aktivieren. Ja, die brauche ich nicht mehr. Die haben mich. Ja, den Rest, die restlichen. Voll geheilt. 10-15% Leben kann man sich ja dann durch die Blume gönnen. Ja, aber ich sag ja, ihr braucht dich ja nicht. Die haben mich ja voll geheilt. Laternenraupe. Ich nehme die mit. Ja, tu dir doch keinen Zwang an. Irgendwas Gutes muss sie ja tun. Warum leuchtet jetzt mein linker Arm so rot? Sag mir das mal. Siehst du das? Ja, hast du vielleicht. Ist das. Die Laternenraupe macht bestimmt irgendwas. Die macht irgendwas. Ich weiß. Ich muss das jetzt wissen. Die macht bestimmt irgendwas. Sie macht irgendwas. Ja, ich wollte. Ich hatte es auf der Zunge, was sie auch macht, aber dann. Ist. Ich weiß nicht. Ja, irgendwann wussten wir das mal, ja. Ich weiß, dass sie irgendeine Fähigkeit hat. Also da bin ich mir ganz sicher, dass wir das... Dieses Körpersekret ist hochgradig explosiv und geht in die Luft, wenn es Erschütterung ausgesetzt ist. Von Jägern getragen explodiert es bei Treffern und mindert so den erlittenen Schaden. Aha. Es mindert so den erlittenen Schaden. Oh, ich wünsche mir meinen besten Freund Beetlejuice wieder gefunden. Der macht hier jetzt seine Bombardierattacke auf mich. Ja, ich bin falsch gelaufen gerade. Ich wollte schon wieder hier zum anderen runter. Und der ist voll in mir abgestürzt. Der du bist tot. Nein. Aber verdammt, ich habe es leider nicht geschafft, ihm so viel Schaden zu fahren, dass ich wieder so eine schöne Explosion verursacht habe. Sondern er hat sich tatsächlich von selbst beruhigt, dieser Rex Blebo. Hinkommen, Alter. Voll falsche. Da mal kurz heilen. Erstaunlich, wie viele Eier ihm nachwachsen. Ja, irgendwann muss er doch mal kahl sein, ne? Ja, was ist es denn? Irgendwelche Hülsenfrüchte oder was, die auf ihm am Hals und Schwanz wachsen. Er hat sich nur gedacht so, oh oh, Bossgegner kommt, ich hau ab. Nimmst du mir jetzt meine Laterne weg? Ich wollte schon sagen. Ich hab's versucht, aber ich bin zu weit. Ich bin irgendwie, ich hab sie nicht richtig erwischt. Aha. Also ist das... Oh, jetzt ist Pyro-Kadaki doch abgehauen. Das meine. Er hat Schiss gekriegt. Und ich dachte gerade, cool. Zwei Viecher spielen miteinander, ne? Jupp. Ja, nee. Leider nicht. Ich bin zu langsam gewesen. Konnte das Feenstaub nicht mit einsammeln. Dann gebe ich uns mal. Ja, du hast doch diesen Schmetterling da angehittet, oder nicht? So. Ja, ich habe nur gerade nicht verstanden, was du mit Feenstaub meintest. Ja. Ich wusste jetzt gerade nicht, wie ich das nennen soll. Ist ja keine Fee halt deswegen. Also meine Explosion, wenn ich in ihn so reinspringe. Ja, so in ihn reinspringen tue ich zum Beispiel gar nicht mehr. Oder eher selten, wenn es gerade mal so passt, weil es gibt viele Attacken, die machen halt mehr Schaden. Ja, na klar. Aber ich muss erstmal irgendwie wieder reinkommen. Ich krieg das einfach nicht. Ich muss schnell raus aus dem Radius. Oh. Und deine Katze hat hier wieder, aber sie kriegt das schon wieder nicht auf die Reihe, wie immer ist, ja. Wieso sollte sie das nicht auf die Reihe kriegen? Jetzt hör mal auf, ständig meine Katze schlecht zu machen. Na, ich warte. Sie steht da jetzt 100.000. Gut gemacht, Katze. Gut gemacht. Ja, das ist, weil du sie ständig beleidigst. Alter, der stand gerade bestimmt 10 Minuten vor ihr. Ich genau weiß, ich vor hab's ihr. Gesehen. Aber du hast mir mal gesagt, ich soll mal aufhören, immer so über die Katze zu reden. Aber jetzt fängst du schon so an. Ja, jetzt fange ich an, genau. Weil deine Katze ist einfach unfähig und nervt mich gerade. Selber unfähig. Oh, schön, ich sterb gleich. Meiner, heilen. Was ist hier los? Ja, ich heile uns mal. Wir heilen sich noch nicht mal selber, die Blöde. Wer? Danke. Ja, ich mich selber, weil die einfach keinen Trank trinken will.
Oh, und der leuchtet wieder lila. Aber schon lange. Oh, nö. Nö, ich wollte gerade angreifen. Wohin? Wo ist Pyro Kadaki? Pyro! Ist auf der 5. Ich lauf vorbei jetzt. Behinderte. Ist es für mich vielleicht sinnvoller zu springen? Nein. Ich rutsche dahin. Ich lutsche mir den Weg, rutsche. Ach, bitte. Zack, und nochmal eine. Ja, Mann. Wenn er was kann, dann kann er das. Aber sowas. Rutschen oder was? Aber richtig. Du müsstest es doch am besten wissen. Zack, Digi, Alter. Yeah. Einmal 700 in dein Gesicht. Und jetzt einmal nichts in dein Gesicht. Und jetzt nochmal 700. Klatsch, Digi. Digi, Digi. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Nee, schaffen wir nicht. Dann machen wir die Ulti. Ulti! So. Klatsch, klatsch. Oh ja, schön. Auf dein Panzer da prügeln. Ja, 964. Nochmal in den Schwanz. Geht das nochmal im Schwanz? Der leuchtet ja noch lila. Nee, so mit der Explosion in ihn rein. Mache ich 438. Irgendwie gerade irgendwie nicht. Oh, ich muss oh sie hat es geschafft. Schleifen. Oh mein Gott. Respekt, was meine Katze? Alter. Ja. Ja, kannst du mal sehen, wie oft meine Katze das hat gemacht. Diesmal hat sie auch nicht so lange gewartet, bis er weg ist. Ey, der war wahrscheinlich nicht ideal vor ihm. Schon wieder hingelegt. Oh yeah. Das konnte er gerade nicht ab, meine Doppel-Explosion. Ich war auch in ihm drin, falls du das nicht Nein. gesehen hast. Ach so, okay. War nur deine Doppel-Explosion. Ja. Genau. Okay. Weil ich ja gesehen habe. Wie viel macht denn deine Explosion, wenn du ihn ihm drinne steckst? Wenn ich frage. Oh, darf. Scheiße. Ich... Nein. Vendetta! Oh! Alles klar. Okay, okay. Dann halt nicht. Der ist nochmal in mir abgestürzt, deswegen. Ja. Wusste nicht, was ich da machen sollte. Konntest ja nicht viel machen, ne? Ja, ich hätte ja vielleicht mal ausweichen können, ne? Aber das ging irgendwie nicht. Der weicht denn schon genug. Aus? Wer ausweicht, verliert, ne? War doch irgendwie so, ne? Das Sprichwort. Ja, ja. Eindeutig. Und Seilkäfer ist wieder da. Juhu. Dann gönne ich mir den auch nochmal schnell. Dann habe ich wieder 3. Ja. Kommen wir wenigstens. Oh, da liegen so viele Teile. Alter Verwalter. Yep. Glitzert schön, ne? Klatsch. Oh ja, es glitzert hier schön. Aber ich glaube, ich mache mit der Waffe jetzt auch deswegen so viel mehr Schaden, weil, also als vorher, weil sie erstens 10 Schadenspunkte mehr hat. Mhm. Und zweitens auch noch einen Schärfegrad mehr hat. Kommst du hier wieder runter, bitte? Ja, ich wollte nur davor fliehen, aber es ist ja quasi hochgejagt. Einmal kurz heilen. Gott sei Dank tut mir sein Flügel keinen Schaden an. Ja, der ist voll mit dem Flügel in mich reingelaufen da. Das hätte eigentlich voll wehtun müssen. Ja, weil da ist ja auch diese normalerweise. Flügelspitze bei ihm noch ein Stachel ist. So. Oh, er macht ein Nest. Ich
Klatsch, okay. Digi. Oh, ich explodiere an dir irgendwie, aber ich hab's nicht geschafft, Schaden zu machen. Gut. Ja, ich war einmal drin und irgendwie. Warst du? Ja, dann hat er mich aber, also ich konnte zweimal, ne, also zwei Schadenszahlen sozusagen, und dann bin ich einfach rausgesprungen. Ja, das ist mir auch schon öfters passiert mit manchen. Weiß auch nicht, woran das liegt. Du bist schon wieder bei ihm, ne? Ja. Kriegst einfach nie genug von ihm. Sag's dir. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Ja, ich meine ja nur, also er ist einfach geil, ne? Gehen wir doch mal an. Könnt ihr ja schon fast sagen, der ist noch viel geiler als der normale Beetlejuice. Ja, finde ich auch. Also, finde ich schön. Oh yeah, komm her. Vor allem will ich seine Waffe sehen. Oh ja, ich auch. Kurz schleifen und dann bin ich wieder in ihm. Also mit dabei in ihm. Der macht schon auch nur beim Vorbeilaufen Aua, ne? Ja. Oh, wer hat ihn da hingelegt? Rubinspinne. Ah, sehr schön. Gut, Stiggy. Das magst du nicht, ne? Wenn man in deinen Kopf explodiert. Da haben wir jetzt schon so oft drüber geredet, ne? Dass keiner das mag. Verstehe ich gar nicht. Nee, magst du das gerne? Was denn? Explosion in deinem Kopf. Oh ja. Kommt immer darauf an, durch was es hervorgerufen wird. Ja. Ja. Es ist fangbar. Und es macht schon wieder seinen hier Absturzflug. Nee, doch nicht. Gott sei Dank. Mein Gott. Oh. Warum spuckst du eigentlich Feuer? Wer hat dir eigentlich erlaubt, Feuer zu spucken? Beetlejuice? Ist auch das noch, ne? Alter. Seit wann schlägt es mit seinem Schwanz so um sich? Naja, siehst du doch. Mach keinen Scheiß, Digi. Du darfst noch nicht sterben. Wir müssen noch dein Schwänzchen abschneiden. Ach, das hat für mich jetzt einfach keine Priorität, ne? Wie viel Schaden machst du denn, wenn du ihm einfach so haust unter den Bauch? Bis 300, wenn er jetzt lila ist. Ah. Heil dich mal. Also, je nachdem, mit was für einer Attacke. Jetzt zum Beispiel gerade eben 243. Jetzt 312. Und bei dir, wie sieht's da aus? Ja, das ist nur so von zwischen 100 bis 200. Ja, okay, ich erzähle jetzt nicht meine Low Hits. Das ist ja dann immer so 130. Für die schwächste Attacke sowieso macht hier 100. Aber die kann man ja sehr schnell und oft hintereinander einsetzen. Oh ja. Ich will eins deiner Glückseier. Oh, Beetlejuice Edelstein. Toll. Gleich als erstes. Schade, ich hätte mich gefreut, hätte ich noch zwei, drei Stück davon gekriegt. Natürlich. Ups. Hast du auch eins gekriegt? Natürlich nicht. Schade. Ich meine, ist ja auch egal, ich brauch den ja auch nicht, aber... Das weißt du jetzt noch nicht. Wieso? Ja, vielleicht willst du seine Waffe unbedingt haben. Und dann bereust du es, dass du das gesagt hast.
Die Waffe hat nicht so viel Explosion wie irgendeine, nicht so viel Feuer wie diese andere, soweit ich weiß. Oh, oh, oh. Beetlejuice Edelstein. Achso, das ist nur Seltenheits 7 Ding. Habe ich gleich noch ein zweites Mal gekriegt. Voll. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes. Ja. Naja, falsch gedacht. Warst du wohl zu früh überheblich? Tja. Ist doch immer dasselbe. Aber wir haben das Viech gelegt. Das war schön. Und es hat echt Spaß gemacht. Das Viech ist richtig geil. Schade, dass wir es nur nicht öfters brauchen werden, wahrscheinlich, ne? Naja. Na, wer weiß, okay, ne? Ja, alles klar. Dann bedanken wir uns mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Genau. Bleibt gesund und beehrt uns wieder. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.